Die Summe der Nadeln bringt viele ins Schaudern. Ein Geräusch, das Roberto Dolci seit seiner Kindheit kennt. Der Italiener bringt seit Jahren seine Kunst unter die Haut der Leute. Das Tätowieren ist ihm praktisch in die Wiege gelegt worden. Ich bin praktisch in ein Tattoo-Studio hineingeboren worden, weil mein Vater auch ein Tattoo-Künstler ist und habe schon als Kind viel Zeit dort verbracht. Sein Vater ist Tätowierer und seine Mutter macht Piercings. Für sie ist es ganz normal, dass der Sohn auch ins Tattoo-Geschäft einsteigen wollte. Trotzdem war für Roberto eine gewisse Vorbildung wichtig. Ich habe eine Grafikschule gemacht und nachdem ich die abgeschlossen habe, bin ich immer öfters ins Studio von meinen Eltern gegangen und nach sehr viel Zeit und sehr viel Probieren ist es dann zu einer Passion geworden. Angefangen hat die Passion schon früher. Er kann sich noch sehr gut an sein allererstes Tattoo erinnern, das er mit 14 in seinem Vater hat stechen durfte. Homer Simpson. Ich habe den Homer Simpson gemacht von der Simpsons-Serie. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, aber sobald ich angefangen habe, ist es leichter geworden und dann hat es mir angefangen gefallen. Für den Italiener ist einer der schönsten Momente, wenn der Kunde das frisch gestochene Tattoo nach der Sitzung bestaunen kann. Ich mag viele Sachen in meinem Job. Wenn die Kunden über das happy sind, was ich gemacht habe, dann sagen sie zu dir, oh, danke schön, und schauen in den Spiegel und sagen, dass es toll sei. Dass sie es lieben und es besser sei, als sie sich erhofft haben. Die Liebe zum Tätowieren stellt er nicht in Frage. Durch das, der Roberto von klein auf mit Tattoos zu tun hatte, fühlt er sich zwischen Tinte und Nadeln wieder heim.